Hi, mein Name ist Arne und ich begrüße dich im Vintage Gym. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie wir mit den gesamten Produkten der Arzt Vintage Serie ein super Workout zusammenstellen. Und wir fangen von hier aus direkt am Sprungkasten an mit den Beinen. Und zwar stellst du dich vor den Sprungkasten. Wir machen von hier aus eine tiefe Kniebeuge und machen im Wechsel Walking Squats. Und das Ganze eignet sich natürlich jetzt eher so als Zirkeltraining, weil ich euch jetzt gleich an den verschiedenen Stationen die unterschiedlichsten Muskelgruppen zeige. Man könnte natürlich hier jetzt auch sagen, okay, zur Intensivierung machen wir Squat Jumps, wieder down. Und wenn man irgendwann nicht mehr kann, könnte man von hier aus wieder in die andere Geschichte gehen. Wichtig ist hier tiefe Position, dass die Oberschenkel dauerhaft arbeiten. Entweder machst du das Ganze auf Zeit oder du nimmst dir eine feste Wiederholungsanzahl für den Zirkel vor. Wir kommen zur zweiten Station. Wir nutzen die Medizinbälle aus der Arzt Vintage Serie und die klassische Matte. Wir machen eine Bauchübung. Und zwar nutze ich den kleinen Ball, 1,5 Kilo, und klemme den zwischen die Füße. Den großen Ball nehme ich in die Hände. Leg mich ab und mach jetzt hier Klappmesser, Jackknife mit zwei zusätzlichen Trainingsgeräten. Das gibt maximale Power für den Bauch. Nach oben ausatmen. Wenn man jetzt sagt, hu, das mit den Füßen ist mir schon zu schwer, den Ball einfach erstmal weglegen und das Ganze nur mit dem Oberkörper machen. Reicht auch schon aus. Okay, gehen wir zur nächsten Station in unserem Vintage Gym. Wir machen jetzt ein bisschen Cardio-Training. Und zwar gibt es von der Arzt Vintage Serie auch das klassische Sprungseil aus Leder mit echten Holzgriffen. Hier kannst du verschiedenste Sachen machen. Du kannst Basissprünge machen, lockere Jumps, Walking Jumps. Und wenn du sagst, das reicht mir noch nicht, haben wir natürlich noch eine andere Alternative. Und zwar gibt es die Boxhandschuhe aus richtigem Leder. Hier kannst du es richtig krachen lassen, weil zu der Arzt Vintage-Serie gehört natürlich auch der Boxsack. Hier kannst du klassische Boxbewegungen machen, dich so richtig am Boxsack ausleben und da trifft Leder auf Leder. So, nächste Station in unserem Vintage-Gym ist der Cube. Und zwar haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten. Wir können Plank daran machen. Ich mache jetzt aber die Liegestütze, die haben wir noch nicht gehabt. Damit trainieren wir so ein bisschen auch die Instabilität, Koordination. Hände einfach schulterbreit an die Kanten legen und dann von hier aus Brustbein Richtung Cube sinken lassen. Da habt ihr ein optimales Training für die Arme, für die Brust. Liegestütz 2.0 und dann gerne am Ende noch mal in die Bauchsequenz, in die Plank gehen, den Bergsteiger. Und das wäre jetzt zum Beispiel schon die letzte Station. Dann würden wir alles wieder von vorne beginnen, so hätten wir ein effektives Zirkeltraining. Und wenn du das Ganze so 3 bis 4 Mal gemacht hast, darf eine Sache natürlich nicht fehlen. Und zwar die Regeneration. Wir nehmen jetzt hier die Arzt Vintage Lederrolle. Da ist hier die klassische Black Roll drin. Aber damit wir das Gefühl von diesem Vintage haben, nutzen wir das Ganze als Lederrolle. Hier kannst du jetzt optimal am Ende die Muskulatur noch ein bisschen ausrollen. Die Beine, alles das, was du genutzt hast, die Waden. So wie du dich wohlfühlst, den Rücken. Und dieses Gefühl ist nochmal komplett anderes mit dem Leder. Auch hier nochmal für den Rücken. Ja, bewusst langsam am Ende nochmal rollen, die so die nötige Entspannung geben. Ja, das war ein kleiner Einblick in das Vintage Gym. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß.
Alle Infos zu den Produkten, die jetzt gerade hier im Vintage Gym standen, findest du unten in der Infobox und weitere Workout-Videos findest du hier auf dem Kanal.